Hallo liebe Volleyballfreunde hier aus der Arena Schwerin, wo heute der SSC auf Lokomotiv Baku im CEV GM Challenge Cup trifft. Und bei mir ist jetzt der Stefan, der Hallensprecher hier in der Arena. Was erwartest du von diesem Spiel? Ja, wir sind ja, ich glaube, eine halbe Stunde oder 25 Minuten vor Spielbeginn. Die Ausgangsposition aus meiner Sicht oder auch für den Verein ist ja klar. Wir haben ja da in Baku 3-0 verloren und das hört sich jetzt für alle deutlich an, aber man hat den Europapokal wieder mal geändert. Das ist vielleicht in jeder anderen Sportart nicht so. Wir müssen jedenfalls heute unser Spiel gewinnen, 3-0, 3-1, 3-2, dann steht es nach gewonnenen Spielen 1-1 und dann könnten wir den sogenannten Golden Set, wenn wir den für uns entscheiden, hier mit einem Sieg in die nächste Runde weiterkommen. Ja, wir rechnen natürlich hier kurz vor Spielbeginn mit einer vollen Halle. Das kann einen Rekord geben. Die Arena hatte schon mal gegen Stuttgart ziemlich viele Leute hier, ich glaube 1600. Und Baku ist vielleicht jetzt für Leute, die sich im Volleyball nicht auskennen, nicht so bekannt, aber es ist eben auch ein Spitzenteam. Baku hat sogar so viel Geld, dass man sich da zwei beziehungsweise sogar drei Mannschaften leistet. Und aus unserer Sicht heißt es, jetzt angreifen. Wir haben vielleicht die Reisestrapazen nicht, die jetzt Baku hat. Man hat sich auch auf Schweriner Seite doch geärgert, dass man da 3-0 verloren hat. Der erste Satz war sehr ausgeglichen, den hat man knapp verloren. Der zweite Satz ging eigentlich auch noch. Gut, im dritten Satz war der Faden verloren, das hat man auch in der Presse gelesen. Wir können bis auf eine Spielerin, Sandra Gutsche, auf alle rechnen. Trainer Tore Alexandersen ist auch sehr optimistisch und wenn das sich so ergibt, wie wir jetzt ahnen, weil sogar schon knapp 1000 Karten im Vorverkauf weg gewesen sind bis gestern Vormittag, rechne ich hier erstmal mit einem Zuschauerrekord und das ist ein internationaler Volleyball, das darf man auch nicht vergessen und ein bisschen Glück gehört natürlich dazu. Also ich, aus meiner Sicht, ich bin ja immer sehr optimistisch, ich habe ja beim letzten Tipp auch 3-1 getippt, hatte ich ja recht bekommen. Gehe ich davon aus, dass wir auch das Spiel 3-1 gewinnen und dann warten wir den Golden Set ab. Und das weiß natürlich keiner, wie das ausgeht. Da wage ich mich auch nicht so rauszugeben.
und natürlich unser Sport- und Innenminister Lorenz Kaffee-Innenminister ganz geschafft, jetzt kann man es eben angekommen. Zwei Minuten vor Hannes, das war noch einmal umgegeben für uns. Vor Hannes hat er ganz schön gesagt, aber auch ein Dankeschön für den Innenminister, Frau Gegner-Bundeskanzlerin, auch hier heute mit uns im Hannes zu beschäftigen. Ich wünsche dir immer noch für uns. Danke, Herr Hannes, und dann geht's los. Starting Six Lokomotiv Baku, die Nummer 1, Kimmeler Kapitola. Und die 2, Sieger Kovalenko. Und dann wieder mal, jetzt können wir sie mit Kimmeler Kapitola. Die Nummer 1, Christian Richards. Die 12, Nancy Jimmy-Kopf. Und die 14, Elena Kettig-Kopf. Dann haben wir noch die Kinder vorzustellen. Und jetzt kommen wir zum Stehen des Ziels. Und jetzt kommen wir noch die Kanonier. Stolitzis. Freunde der Anwender und Freunde der Ziel. Habt ihr Spaß mit dem Kanonier zu kommen? Mila Kovic. Hallo liebe Volleyballfreunde, heute befinde ich mich hier, Roberto via Mikrofon, befinde ich mich mal in einer Volleyballhalle, versuche euch das Spiel Volleyball etwas näher zu bringen, CV, Challenge Cup, Europapokal, Viertelfinal Rückspiel, Schweriner SC gegen Lokomotiv Baku aus Aserbaidschan. Das Hinspiel gewann die Frauen aus Baku mit 3:0 gegen die Schweriner SC. Und die Schweriner Mädels wollen natürlich Wiedergutmachung. Und ich lasse mich mal überraschen, was mir das Ganze hier bringt. Das Spiel eröffnet hat Baku mit einer Aufgabe. Schwerin holt sich hier den ersten Punkt. Thank you.
So, liebe Zuschauer, es steht jetzt mittlerweile 2-3 für Baku. Muss mich jetzt hier ein bisschen einfuchsen. Und der Ball war im Feld. Ausgleich 3-3.
Und ich unterstütze unseren Roberto heute mal ein bisschen. Die erste 2-Punkte-Führung für den SSC. Mit der Angabe jetzt Dennis Hanke. Und das war ein wunderschönes Ass von Dennis Hanke. Die gefürchteten Sprungaufgaben, die wir immer wieder von ihr sehen können. 12-9. Auszeit von Lokomotiv Baku. Und der Ball ist im Aus. 13-9 für den SSC. Der Block steht 14-9. Und der war etwas zu weit von Dennis Hanke. 14-10. Ich bin 14.
Angabe ins Netz. Da kamen die Schwerinerinnen etwas zu spät. 15-12. Und da hat sich das Blatt etwas gewendet. Während die erste technische Auszeit noch an Lokomotiv Baku ging, die zweite an den SSC. 16-12. Nadja Schaus jetzt mit der Angabe. Und der Ball ist im Aus. Erneute Auszeit durch Lokomotiv Baku. Da muss noch einiges nachjustiert werden. So, ich gebe es gerade eine Runde, damit jetzt die Lokomotiv wieder in der Tür aufgeht. Und der Ball ist drin. 18-12 SSC durch Patricia Thormann. Punkt durch Jelena Park-Homenko.
Jetzt Angabe durch Nancy Jean Metcalf. Der Ball ist drin. Patricia Thormann mit der Nummer 7. 19-13. Und sie ist jetzt auch mit der Angabe dran. Punkt durch Xenia Kovalenko. Und da steht der Block von Lokomotiv Baku. 19:15. Kamenova. Schön gemacht von Vendula Adlarova, 20:15. Wechsel bei Lokomotiv Baku mit der Nummer 17, Inessa Birman. Den Rest sage ich lieber nicht, den kann ich gar nicht ganz aussprechen. Das bitte ich bitte den Zuschauern etwas um Nachsicht, dass ich mich da nicht ganz so gut vorbereitet habe auf die Aussprache der Namen. Und da der wunderschöne Ball von Mirja Topic zum 21:16. Das sieht auch gut aus im ersten Satz für den SSC. Das Hinspiel mit 0:3 verloren. Wenn sie hier gewinnen, egal wie, dann heißt das Golden Set. Also hier ist heute noch alles drin. Die Halle ist voll. 22:16. Es geht in die heiße Phase. Ja, der Ball ist drin. Mirja Topic, 23:17. Dennis Hanke mit ihren gefürchteten Sprungaufgaben. Und der Ball ist aus. 24:17, die Halle erhebt sich.
Satzball. Drin, Satzgewinn, SSC geht 1:0 durch Mirja Torbic in den Sätzen in Führung. Hier ist wirklich heute noch alles drin. Halle erhebt sich, auf geht's zum zweiten Satz. Lokomotiv Baku gegen den SSC. Und Dennis Hanke mit der Angabe. Und der erste Punkt geht an den SSC. 1:0. Der Ball ist drin. 1:1. Ball im Haus. 2:1 für den SSC. Mirja Topic mit der Angabe. Für den SSC. An der Angabe Wendula, Entschuldigung, Nadja Schaus.
Da war noch jemand dran vom SSC. 3:3. Und der Ausgleich 4:4 durch Wendela Adlerauber. Patricia Thormann jetzt mit der Angabe. Der Ball ist im Aus. Schwerin geht wieder in Führung. 5:4. Da kam keiner mehr ran. 5:5. Wunderschön gemacht durch Patricia Thormann. 6:5. Und da kommt keiner mehr ran. 7:6 für den SSC. Anja Brandt jetzt mit der Angabe. Und der ist soweit. 7:7. So, und jetzt erste technische Auszeit. 8:7 für den SSC. Thank you.
Und weiter geht's. Schwerin führt hier mit einem 8:7 und in den Sätzen 1:0. Das ist eine gute Ausgangsposition. Dennis Hanke jetzt mit der Angabe. Glück gehabt. Und der Ball ist im Aus. 8:8. Und der Ball ist drin. Neun zu acht. Genau gesehen, ich würde sagen, ins Netz gefasst. Punkt für Schwerin, 10:9. Nadja Schaus. Und der ist soweit. 10:10. Ja, wer hätte nach diesem eindeutigen Ergebnis in Baku erwartet, dass es hier so knapp hergeht. 3:0 hatte Lokomotiv Baku in Aserbaidschan gewonnen. Der erste Satz hier ging an den SSC. Ich denke, hier macht viel das heimische Publikum. Die Halle ist rappeldicke voll. Und da der Punkt, Patricia Thormann, wenn ich das richtig gesehen habe, mit dem 11:10. Übertreten. Baku geht in Führung. 11:12. Der Ball ist drin. Patricia Thormann. Ausgleich. 12:12. Ja, Roberto, du hast noch ein bisschen Probleme mit dem Kommentieren des Spiels. Versuchst du hier noch ein bisschen reinzufinden. Handballtrainer, gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten, die dir jetzt hier auffallen? Also momentan gibt es gar keine Gemeinsamkeiten. Es geht unheimlich schnell, es fallen Punkte, Punkt für Punkt. Ein Fehler wird bestraft, das ist sofort ein Punkt. Beim Handball kann man einen Fehler wieder ausgleichen mit einer guten Abwehrarbeit. Hier ist es so, machst du einen Fehler,
hast du den Fehler gemacht und der Punkt ist weg. Es geht Schlag auf Schlag, unheimlich schnell alles. Und ich möchte ehrlich gesagt auch nicht wissen, mit welcher Geschwindigkeit teilweise diese Schmetterbälle auf dem Parkett aufschlagen. Ja, Roberto, du hast jetzt nur den ersten Satz gesehen. Der zweite ist im vollen Gange. Recht ausgeglichen, während wir hier Anja Brandt mit der Angabe sehen. Was erwartest du heute hier von dem Spiel? Na, ich hoffe, dass die Schwerinerinnen hier auf jeden Fall gewinnen. Weil ich denke mal, es ist wie beim Fußball. Man verliert 3-0, möchte man natürlich auch wieder 3-0 zu Hause gewinnen, um den Satzausgleich sozusagen zu schaffen. Und dann hast du mir irgendwas von der neuen mit diesem neuen Blabla erzählt. Entschuldigung. Und das musst du mir einfach mal erklären. Ja genau, also 3-0 ist nicht wichtig, wie sie gewinnen. Hauptsache Schwerin gewinnt hier mit 3 Sätzen. Dann gibt es nämlich den sogenannten Golden Set, einen Entscheidungssatz, so wie auch beim Tiebreak. Wird bis 15 Punkte gespielt. Und wer diesen Satz dann gewinnt, der hat insgesamt beide Spiele gewonnen oder für sich entschieden. Und der ist dann auch weiter. Und jetzt steht es 15-13 für den SSC. Erneut mit der Angabe Anja Brandt. Da steht der Block von Lokomotiv Baku. 15-14. Der Schiedsrichter hat aus angezeigt. Ich habe es von hier oben auch etwas anders gesehen. Trotzdem glücklich für SSC. 16-14, zweite technische Auszeit. So kann es weitergehen. Das habe ich jetzt nicht so ganz gesehen, aber Punkt für Baku, 16-15. Kovalenko. Oder behakt sich beim SSC. Die Spielerin aber gut gelöst. Patricia Thormann. Mit dem 17-15. Der ist drin. Ass von Mirja Tomic, 18-15. Thank you.
16:10. Monika Smack mit der Angabe. Wunderschön gemacht durch Patricia Thormann. 19:16. Und jetzt Auszeit genommen vom Trainer von Baku. Ich denke, er wird nicht so ganz zufrieden sein, da das Hinspiel ja doch recht eindeutig ausgegangen ist. Und hier Baku doch recht eindeutig zurzeit ins Hintertreffen geraten ist. Ja, schau es mit der Angabe. Und auch ein Ass. Wunderbar. 20:16 für den SSC. So kann das weitergehen. Der ging ins Netz. Alexandresen jetzt mit der Auszeit. Der ist drin. Wunderschön gemacht durch Wendela Adlerauer und jetzt mit der Angabe Patricia Thormann. Um vom Block ins Aus. Wendula Adlerova, 22:19.
Adlerau war eine Angabe. Und das Publikum peitscht hier den SSC nach vorne. Der ist drin. Mirja Topic. 23-20. Anja Brandt. Und da kommt Arthur Rauber zu spät. 23-21. Ja, auch die Fans aus Baku haben sich schon erhoben, feuern ihre Mannschaft an. Beide. So, jetzt erhebt sich die Halle. Aber Tora Alexandresen nochmal mit der Auszeit. Justiert noch ein bisschen nach. Und nun steht wirklich die komplette Arena hier. Punkt für Baku, 23-24. Satzball Baku. Wechsel beim SSC. Adlerauer geht, Lisa Thompson kommt. Punkt für Baku. Zweiter Satz geht an Baku. 1-1. Und nun ist wieder alles offen. So, und auf geht's in den dritten Satz. SSC gegen Lokomotiv Baku. Und Xenia
Kovalenko eröffnet diesen Satz. Und der erste Punkt geht an den SSC. Wunderschön gemacht durch Mirja Topic. Und auf der Gegenseite jetzt mit der Angabe beim SSC Dennis Hanke. Der Ball ist im Haus. 2:0. Und der erste Punkt für Baku, 2:1. Der Ball ist drin. 2:2. Wunderschön gemacht durch Vendula Adarova, 3:2. Mira Topic mit der Angabe für den SSC. Und der ging ins Netz. Der war soweit 4:3. Nadja Schaus jetzt mit der Angabe für den SSC. Der war nicht im Feld. 4:4. Da kam niemand mehr ran. Punkt für Baku. 4:5. Tormann mit dem Ball gegen den Block, aber er landet auf Seite von Baku. 5:5. Patricia Tormann mit der Angabe.
Adelhofer gegen den Block und dann ins Aus. 6 zu 5. Der ist immer aus. 7-6. Nein, ich muss mich revidieren. Da war noch eine Schwerinerin dran. 6 zu 7. Da steht der Block von Baku. 6 zu 8. Und damit haben wir die erste technische Auszeit. Da waren sie sich nicht einig, die Schwerinerinnen. 6 zu 9 für Baku. Der Ball ist drin. Anja Brandt mit den 7 zu 9. Wechsel auf der Seite von SSC. Adlerauber geht raus und Patricia Thormann kommt rein. Da steht der Block. Anja Brandt ist dran. 8 zu 9. Kamenova jetzt für Baku
an der Angabe. Und gegen das Netz. 9 zu 10 für den SSC. Anja Brandt an der Angabe. Und wunderschön gemacht durch Nadja Schaus. 10 zu 10 Ausgleich. Kovalenko mit der Angabe für Baku. Und er ist soweit. Es bleibt beim Ausgleich. 11 beide. Dennis Hanke. Mit dem Ass zum 12 zu 11. SSC in ein Vor. Und der ging ins Netz. 12 beide. Monika Smack. Patricia Thormann mit dem 13-12. Mira Topic. Jetzt eine Angabe für den SSC. Und auch der ging ins Netz. 13 beide. Und auch der ging ins Netz. 14-13 für den SSC. Nadja Schaus. Und auch Nadja Schaus mit einem Ass. 15-13. Auszeit von Baku. Da wollte der Trainer von Baku nicht mehr warten bis zur technischen Auszeit.
Schöner Ballwechsel bisher. Und jetzt im Aus mit dem glücklichen Ausgang bei diesem wunderschönen Ballwechsel. Wendula Adlerova mit dem 16-13 und wir gehen in die technische Auszeit. Und jetzt geht auch die Laola durch die Halle, hier in der Arena Schwerin. Eine Spielerin vom SSC noch dran. 16-14. Wunderschön gemacht durch Paddy Thormann. Jetzt auch Angabe hat. 17-14. Und wieder Patricia Thormann. 18-14. Der war Maus, 19-14. Und jetzt berechtigterweise die Auszeit von Lokomotiv Baku.
und wunderschön durchgesetzt von Anja Brandt. 20-14. Und der Ball ist im Feld. 21-15. Adlerower mit dem 22-15. Der Ball ist im Aus. 23-15. Und die Alle erhebt sich schon sehr frühzeitig hier. Wendula Adlerower mit dem Ball ins Netz. Für Baku Kamenova bei der Angabe. Der Ball ist im Aus. 24-16. Satzball. Und Anja Brandt an der Angabe. Zum ersten Satzball. Topic gegen den Block und dann ins Aus. Satz 2 geht an den SSC mit 25-16 und wir melden uns gleich zum dritten Satz. Ja, liebe Volleyballfreunde, und wir melden uns hier aus der Arena pünktlich zum vierten Satz. Er steht 2-1 für den SSC. Und den Satz eröffnen wird Dennis Hanke.
Aber der erste Punkt geht an Baku 0-1. Angezeigt. Da war noch eine Schwerinerin dran. 0-2. Und Patricia Thormann mit dem ersten Punkt für den SSC in diesem Satz. 1-2. Mira Topic an der Angabe. Der war zu weit. Und da steht der Block von Baku 1-4. Wunderschön gemacht von Mira Topic. 2-4. Nadja Schaus jetzt mit der Angabe. Patricia Thormann mit dem 3-5. Und auch gleichzeitig jetzt mit der Angabe. Patricia Thormann mit dem Ball gegen den Block, fällt aber ins eigene Feld. 3-7. Wendula Adlerauber kommt durch den Block durch. 4-7. Erste technische Auszeit beim Stand von 4-8.
Und Miratovic mit dem 5:8. Anja Brandt. Und da steht der Block vom SSC. 6:8. Der Ball ist im Feld. 6:10. Und die Halle hat sich wieder hier erhoben in der Arena. Miratovic mit dem Ball gegen den Block und dann ins Aus. 7:11. Dennis Hanke mit der Angabe. Patricia Thormann mit einem wunderschönen Ball zum 8:11.
Und da kommt Janine Völker nicht mehr ran. 8 zu 12. Wunderschön durch Wendula Adlerhofer. 9 zu 12. Mira Topic an der Angabe. Da war noch eine Schwerinerin dran. 9-13. Und da stand der Block von Baku. 9-14. Nadja Schaus. Und mit dem Stand von 10 zu 16 geht es in die zweite technische Auszeit. Schwerin muss hier im vierten Satz noch einiges tun, um diesen noch für sich zu entscheiden. Da ist der Frauentauschstand der längste Essen und dann können wir uns von dem Sport verbringen. Sind Sie gerne als die Einnehmer. Und jetzt brauche ich nochmal eure Unterstützung. 10-16, der Rückstand beim Schwimmen SC. Weiter geht's. Da stand der Block von Lokomotiv Baku. 10-17. Und er ist drin. 11-17 durch Wendula Adlerhofer. An der Angabe jetzt Patricia Thormann. Da wurde angezeigt, dass der Ball
angehoben wurde. Das ist nicht erlaubt. 12:17. Auszeit jetzt von Lokomotiv Baku beim Stand von 13:17. Wunderschön gemacht durch Anja Brandt zum 14:17. Minus 3. Da kam keiner mehr ran. 14:18. Wendula Adlauer mit dem 15:18. Und beim SSC gab es einen Wechsel. Wendula Adlauer geht raus und Lisa Thomsen kommt rein. Und der Ball ging ins Netz. 16:19. An der Angabe jetzt Anja Brandt. Und Mira Topic mit dem 17:20. Es bleibt weiter entspannt.
Dennis Hanke mit dem Ass zum 18-20. Und jetzt erhebt sich die Halle. Da war kein Reinkommen. 18-21. Nadja Schaus mit dem 19-21. Mira Topic. Und da steht der Block von Schwerin. Nadja Schaus ist da am Ball. 20-21. Und jetzt ist alles drin. Und Auszeit genommen von Lokomotiv Baku. Und Sie hören dasselbe, die Halle bebt. 1700 Zuschauer hier heute in der Arena Schwerin. Und da kam Mira Topic nicht mehr ran. 20-22. Und da war eine Schwerinerin noch am Ball. 20-23. Auszeit von Tora Alexander. Vendula Adlarova mit dem 21-23. Nadja Schaus.
Und Satzball für Lokomotiv Baku. Es tritt an Nummer 7, Jelena Pakhomenko. Und der Ball ist drin. 22-24. Erster Ersatzball verhindert. An der Angabe jetzt Patrizia Taumann. Und der Ball ist im Aus. 23-24. Noch einen, dann sind sie wieder dran. Und auf Seite von Baku gibt es einen Wechsel. Zu weit. Der vierte Satz geht an Baku. Damit der erneute Ausgleich. Es steht jetzt in den Sätzen 2-2. Jetzt geht's in den obligatorischen Tiebreak. Es ist noch alles offen hier in der Arena von Schwerin. Und wir melden uns rechtzeitig zurück zum Tiebreak hier in der Arena beim Spiel SSC gegen Lokomotiv Baku. Und Dennis Hanke eröffnet diesen Tiebreak. Unglücklich übers Netz für Dennis Hanke zum Ass 1-0. Und der ist immer aus. 2-0 für Schwerin. Die Mannschaften schenken sich hier nichts. Tolle Ballwechsel. Und zum dritten Mal Danny Sanke. Da ist er im Feld, Patrizia Taumann zum 3-0. Und fast üblich
beim SSC. Wird sich nach dem ersten Punkt im Tiebreak nicht hingesetzt, sondern das gesamte Publikum bleibt stehen, feuert den SSC an, während wir den ersten Punkt von Lokomotiv Baku gesehen haben. Kopic. Wunderschön gemacht. 4:1. Der Ball war drin. 4:2. Da kam Janine Völker nicht mehr ran. 4:3. Es bleibt spannend. Vier zu drei für den SSC. 5:3. Durch Nadja Schaus, die jetzt auch bei der Angabe ist. Der Ball war im Aus. Ausgleich. Alexander ist jetzt mit der Auszeit. Der Punkt ging eben an Baku. Gab es noch kleine Unstimmigkeiten? Und der Ball war nicht mehr zu halten. 6:6 beide.
Patricia Thormann. Und der war nicht mehr zu halten. 6-7. Jetzt werden die Seiten gewechselt beim Stand von 6-8. Noch ist alles drin hier in diesem Spiel. Wenn man sich das Spiel gegen Wild-Lüburg anguckt, auch da hat man im Tiebreak zurückgelegen und schlussendlich noch das Spiel gewonnen. Vielleicht ist das heute auch hier möglich. Der Punkt geht an Schwerin. 7-8. Wendula Adlauer mit der Angabe. Ausgleich. Der ging ins Netz. 8-9. Der war im Aus. Acht zu zehn. Aus 9-10. Es bleibt spannend. Anja Brandt an der Angabe. Mit dem Ass 10-10. Nochmal Wechsel auf der Seite von Baku. Und 10-11. Thank you.
war im Feld. 10-12. Auszeit von Dora Alexandersen. C13. Und da war Nadja Schaus zur Stelle. 11-13. Mit dem Ass Dennis Hanke. 12-13. Jetzt im Gegenzug die Auszeit von Lokomotiv Baku. Steht der Block. 13 beide. Und jetzt tobt die Arena. Und da war Mira Topic noch dran. 13-14. Satzball. Ja, Roberto, du hast zwischenzeitlich dazu gelernt, natürlich Satz- und Matchball. Und er ist drin. 14 beide.
Da wurde ins Netz gegriffen. 14-15. Und das war's. Das Spiel ist zu Ende. Lokomotiv Baku gewinnt den letzten Satz mit 14-16 im Tiebreak. Damit ist für Schwerin der CEV-Pokal, Europapokal zu Ende. Und Lokomotiv Baku ist weiter. Ja, live ist live. Wir haben einmal hier, der nachher übersetzt, Martin Herrmann vom Schweriner SC, Teammanager Orca und die Nummer 7, die Spielerin Jelena Pakomenko, Mannschaftsführerin. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg hier in der Arena Schwerin. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Tore Alexandersen, Trainer vom Schweriner SC. Also wir wollen gerne wissen, wenn ich jetzt mal höflich sein darf, hier bei Jelena Pakomenko. Klasse Spiel, spannend gewesen und ihr habt auch gewonnen. Der Schwerin SC hat natürlich alles gegeben, bei euch 3-0 verloren. War das so zu erwarten? Thank you.
Okay, first of all, I would like to comment that the match was really hard for us, and we thought that we knew that he would play five, maybe six sets. I would like to thank to all, the persons who came here today. It was a great pleasure to see you, to meet you, and to play here, and of course, we won. Thank you very much, Jeremy. Congratulations. Auf jeden Fall gestand ein bisschen was. Die Helena sagt, man wollte hier auf keinen Fall den sechsten Satz hier abonniert den Schwierigen der SC. Und war ein spannendes Spiel. Wir haben leider jetzt auch nicht verstanden, weil wir einen Rückenblock hatten. Und müssen natürlich sagen, Lokomotiv Baku ist Zweiter. Der Schwieriger SC hat vielleicht die Chance gehabt, hier noch den Teilweg zu holen. Aber es sollte dann doch nicht sein. Okay, wir müssen nochmal nachfragen. Baku hat ja ganz klar 3-0 gewonnen. Und konnten Sie damit rechnen und erleben, dass hier immer mal das so stark wird? Taking the opportunity
team, I would like to thank to all of this team, to all the technical staff, which they assisted for us with everything. And I just want to say that it was a great pleasure to meet this team, to meet these persons, and to the way now that we have a game in the 12th of March, and we wish you good luck, to wish you good luck, and we hope you will win in this league. Thank you very much again for everything. Thank you. Eine Frage haben wir noch, welche Mannschaft kommt. Können wir gerne da hier behalten? Also gut, dann werden wir verabschieden. Also nochmal Dankeschön, wir haben eine Lokomotive, war gut. Und wir erwarten uns hier von euch alle wieder in der nächsten Runde und dann in der Bundesliga. Torge, du hast das letzte Wort und dann machen wir auch Freude feiern. Danke schön. Wir sehen uns am 12. März. Danke. Und nochmal Glückwunsch und mach gut. Gute Leute in den nächsten Jahren. Ja, liebe Zuschauer, das Spiel haben Sie jetzt gesehen. Leider etwas unglücklich verloren der SSC und er liegt dem Lokomotiv Baku mit 3:2. Um auf Steffens Zuschauerrekord nochmal zu sprechen zu kommen, es waren 1760 Zuschauer heute hier in der Halle. Damit war die Halle hier fast ausverkauft. Ich möchte mich auch ein bisschen entschuldigen für die anfänglichen Tonschwierigkeiten. Wir haben versucht, mit Roberto als Moderator mal was Neues zu wagen. Er hat sich da nicht ganz getraut und ich hoffe, Ihnen hat es trotzdem gefallen mit mir als Kommentator in diesem Spiel und gebe damit wieder zurück.